Probiere ich nochmal Bruce Card. Ich glaube, wir werden jetzt zurück. Also, wir können nochmal zurückgehen auf einen Dark Harvest Game von mir aus mit Ultivolf. Also, Full Damage, Dark Harvest, Ultivolf. Das können wir nochmal probieren. Mach eh Evolve first. Also, ich glaube, bei der Skala Fun und Shit ist Evolve ganz weit oben. Ich muss sagen, in diesem Game könnte man schon überlegen, Full Damage zu gehen, ne? No? Actually, let's do it. Actually, let's do it. Mit Dark Harvest wieder. Kann sich so schwer, also die darf ja nicht wirklich Armor bauen, sie kann sich so schwierig verteidigen. Dann haben sie ja auch, also die haben ja legit nur Champions, die gegen Armor, gegen Penetration strugglen, ne? Oder kann ich gut, gerne. Aber wir würden jetzt trotzdem in Ultivolf gehen und dann erst Q. Und dann ist wie man nicht. Aber wir können ruhig Full Damage bauen. Ich finde, also ich finde Full Damage bauen finde ich nicht so schlimm wie Q zu evolven. Q evolven ist schon sehr kacke. Full Damage, was sich verändert hat, hab nicht ich mich verändert, sondern einfach die Bruiser-Items haben sich alle verändert. Also vor allem Gordrinker halt. Das wäre sehr viel schlechter geworden für Kha'Zix. Who is your favorite player of those three? Wufo, Marvin, 1v9, Zongo, Ledoso. Playing with? Probably Marvin? Autsch. Warum ist er hier? Ah. Jetzt hat er keinen Bock mehr zu helfen. Fühl ich. Ich hab diesen Ward gesetzt, damit wir nicht gechillt sein, weil tatsächlich können wir uns einfach nicht wehren, ne? Ah, ich hab den Großen nicht getroffen. Kannst du gehen in Slow Motion? Jupp. Du weißt, es gibt Schlimmeres, muss man sagen. Es gibt tatsächlich Schlimmeres. Ich bin tot, ne? Weiß nicht, warum ich hingehe, Mann, ohne E. Es ist so. Ja, das ist genau der Punkt, ne? E ist, also wenn du, sobald du die E nutzt, ist dein Champion einfach ein Stück Scheiße! Mann, Hätte nicht helfen dürfen. Never ever. Kha'Zix in Ordnung. Ich glaube, von den, also sagen wir mal, normalen Junglern ist Kha'Zix legit einer der schlechtesten. Okay, das Problem ist natürlich, dass wir jetzt Topset nicht wirklich mehr kriegen werden, oder? Ich hab das hier frisch gerade genommen. Okay, setze ich noch rein, Suicide. Ich kann mir vorstellen, dass wir das jetzt gewinnen, maybe? Ja, die Suicide, ne? Leider keine Assist, so. Das ist gut für uns. Ich hätte, glaube ich, sogar noch ein bisschen früher reingehen sollen, weil ich glaube, das ist wichtig, da den 50-50 zu kriegen. Das hier oben sieht auch nicht wirklich playable aus. Ninja Tabis, nein. Okay, Mate, also ich meine, wenn du ihn selber killen kannst, tu's. Ich kann dir nichts helfen, also ich kann ja nichts tun. Na, ist das nicht gut. Schön Oreo, actually. Aber jetzt, wenn jetzt... Ja, die Kamera kommt jetzt leider, aber actually ohne seinen Jungler. Also, er will immer noch Botlane diven. Ich kann vielleicht seinen Ult baiten. Ich glaube, der Call an sich ist sehr dumm, weil die Kamera halt einfach private, ne? Warum pinkt er? Was habe ich damit zu tun? Das ist ja so geil. Er spielt anyways Boneplating, also ich weiß nicht, ob ich den da... The fuck? Ja, die Kamera wird wieder...
Wir probieren zu helfen. Holy shit. Boah, diese Ult-Änderung. Ach, das ist mein Fehler. Let's fucking go. Ist der links auch geflasht, der Pike? Da sieht man, Ultimate ist schon gut, no? Mit Q hätte ich da niemanden getötet. Ult ist schon fucking sick. Pike hat auch kein Ult. Also tatsächlich habe ich da gerade zwei Ultis bekommen und zwei Flashes. Oh. Ist tot. Nice. Wait, er kann sich gegenhealen. Wait, hold up. Ah, oh, schade. Nice try. Wir gehen jetzt gerade alle Botlane. Ich muss ein bisschen aufpassen, aber ich... Actually, der kriegt die nicht. Auch hier kann sie ja TPen jetzt, ne? Und das ist einfach ein Kill. Für uns. Der used TP nie. Müssen wir, also können wir uns aber vormerken, also kein Play mehr machen. Mit der Voraussetzung, dass Ulrich TPen muss. Ja, der geht jetzt gerade für den Blue Buff, der schon lange weg ist. Alter, die war legit isoliert. Insane, no? Dass sie da isoliert ist? Finde ich krass. What the fuck? Die war direkt neben dem Minion. Also die Situation beispielsweise, muss ich sagen, da merkt man die Änderung. Also richtig hart. Das ist komplett cracked gewesen, dass sie gerade isoliert war. Wir haben eine 40 Sekunden Ult, da können wir nochmal ein Play machen. Also direkt Mitte, maybe? Okay, dann hat aber Ult. Nice, let's get it. Die auch noch? Oh. Wir probieren das zu lassen. Ich kann die actually slowen. Ich kann aber dafür auch sterben, ne? Ah, oh, das war terrible, disgusting. Okay, so, jetzt kriegen wir einen Dash dafür? Ich habe keinen Smite, ne? Aber keine Sorge, also ich will sicher gehen, dass ich geflamed werde dafür. Okay, keiner gut. Ja, wir haben ein Problem, actually, wir sollten Armor-Pen kaufen, ne? No? Drei Armor-Champs, aber maybe not. Was haltet ihr davon? Das Game sieht inzwischen sehr, sehr winnable aus. Weil ich würde auch behaupten, unsere Teambomb ist besser als deren. Na, lass mal Jumus gehen. Und jetzt erst für entweder Serial das, muss ich mir überlegen, oder Hydra. Ich habe gar nicht gecheckt, dass der Packen Sacking gar nicht mehr wird. Wir hätten da wahrscheinlich aber gar nicht rangehen sollen. Wen will die Uri? Wir müssen auf jeden Fall mit der Uri spielen. Ah, sie hört auf meinen Call. Na, weil wir müssen ja anyway spotlane wegen Dragon. Mana mit Engel. Also tatsächlich ist das, glaube ich, also sehr gut. Ich glaube, Kha'Zix, du musst eh scalen. Also bis Level 11 eh nicht online. Ich glaube, Mana Moon ist eine Option, die du nehmen kannst, um einfach zu scalen. Weil du scalst ja sowieso. Wait, ist sie gerade einfach reingegangen? Das ist gerade ein bisschen gechased. Aber ich glaube, nicht Kha'Zix. Ezreal? Ich glaube, es ist ein Fehler, von ihm Mitte zu gehen. Wir sollten hier Vision generieren. Und jetzt Mitte gehen. Jetzt müssen wir die zwei killen. Wenn das Play zu Ende ist, kriegen wir Dragon. Wards wären sehr geil für uns hier, ne? Wo ist sie hin? Ah, oben lang. Vielleicht hätte ich da nicht flashen müssen, ne, mein Bett.
Aber wir dürfen auf jeden Fall nicht sterben, ne? Das ist ganz, ganz wichtig hier. Okay, jetzt war's, ein Dragon. Alter, ich bin aber tot. Oh oh. I mean, wir haben den Fight aber gewonnen. Schild ihn. Ah, oh, jetzt nicht geschildet. Scheiße, wir haben nicht gewonnen. Ich bin leider aus dem Invis rausgegangen. Ich glaube, das ist Soul für die. Das sollte Soul für sie sein. Also, wir outplayen sie hart hier. Actually, sieht das gut aus. Weißt du, Kinoj kann nichts machen gegen Uri, oder? Wenn Uri das gut spielt. Das ist ja sehr wichtig. Nice, ja. Ezreal is endangered. Na, der Slow sollte sie töten. Haben wir's? Wir haben's, ne? GG's. War ein hartes Game? Aber die Uri hat actually, also die hat sehr, sehr wenige Risiken genommen, die ich persönlich gern genommen hätte. Aber ich guess, das hat sich ausgezahlt, ne? Actually ist es nicht GG. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt unser Nash ist. Also wir müssen hier schon rushen, ne? Fuck. Das wird ein Desaster. Ich hab nicht mal gesmited. Scheiße. Ui! Also der allerdings geholt, das Kinder geholt. Scheiße. Ich glaub, die kriegen Soul. Oh no, wenn wir das verlieren, kriegen die Soul. No, no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Okay, ist nicht so schlimm. Wir verlieren den Fall nicht. Forst und rausgehen, ne? Alter, die sind die ganze Zeit isoliert. Es ist so cracked. Es ist actually so cracked, die sind die ganze Zeit isoliert. Also in dem Jahr hat man das so insane gemerkt, no? Boah. Also ich muss sagen, man merkt es. Also in dem Jahr hat man das richtig heftig gemerkt. Das, also die Isolationsänderung. So, der gute alte Snowmaker hat komplett mal hineingemacht. Sorry for the Ding. Also, der kriegt einen Report fürs eklig sein.